Ja, meine Damen und Herren, wir wollen jetzt beginnen mit dem Ausstellerrundgang und Sie dürfen gerne in dieser Zeit jetzt noch weiter essen. Sie dürfen auch gerne stehen bleiben. Sie können aber auch mit uns mitkommen. Wir werden dieses Bild hier übertragen und auch den Ton, sodass Sie nachverfolgen können, was wir hier tun. Wir werden jetzt als allererstes zur Firma EDAG gehen und höre, was die Firma EDAG hier ausgestellt hat. Ich habe hier den Dr. Hillebrecht. Herr Hillebrecht, bitte erläutern Sie doch gerade mal für unsere Gäste, was Sie hier ausstellen und was es zu sehen gibt bei Ihnen. Ja, Herr B., was wir hier bei EDAG ausstellen, ist zum einen unser Projekt Vileitnu. Das ist eine wirtschaftliche Leichtbautür für Nutzfahrzeuge, die sich an den neuen Nutzfahrzeuganforderungen für schwere Nutzfahrzeuge orientiert, wo wir die Berücksichtigung der Aerodynamik berücksichtigt haben, aber eben auch durch die Kombination von zwei vermeintlich teuren Technologien, also eine dünne Stahlbeplankung in Kombination mit dem Hydroforming-Prozess, 20% Gewichtsreduzierung an einer Nutzfahrzeugtür erreichen können, bei hoher Wirtschaftlichkeit, bei Kostenneutralität in der Herstellung. Ein sehr interessantes Thema. Wir haben zudem eine Innovation präsentiert, das ist unser Haptik-Feedback-Aktuator. Es geht also um das Thema intelligente Oberflächen im Interieur oder Exterieur, wie wir letztendlich ein Feedback an das Interface bringen können, dass der Benutzer spürt, hier ist eine Funktion an der Oberfläche hinterlegt und man kann spüren, was für eine Funktion man ein- oder ausschaltet oder regelt. Das ist ganz pfiffig, das wird von den ersten Herstellern umgesetzt, beispielsweise die Firma Hyundai hat ein Lenkrad präsentiert, in dem eine solche Aktuatorik verbaut worden ist. Ganz spannend. Wir haben hier eine Innovation. Es geht um additive Fertigung. Es geht um die additive Fertigung in Kombination mit Guss. Das ist das Projekt Cast Autogen. Im Projekt Cast Autogen wurde in einer Kooperation, die vom BMBF gefördert worden ist, das Eingießen von 3D-gedruckten, Metall-3D-gedruckten Verstärkungen erprobt. Ebenso das Auftragsschweißen von Rippenbildern. Und es geht darum, variantenintensive Bauteile in Aluguss durch additive Fertigung in ihrer Performance zu steigern. Hier sieht man noch ein Beispiel für additive Fertigung. Das ist unser Projekt Wing 3D. Ebenfalls aus einem Förderszenario entstanden, das ist das Projekt OptiRMX. OptiRMX ist eine Prozesskette, in der sozusagen die ganze Datenprozesskette der additiven Fertigung aufgerollt und analysiert worden ist auf ihre Schnittstellen. Unser Beitrag war letztendlich hier eine Spoiler-Kinematik darzustellen. Der Clou ist letztendlich, dass dieses additiv gefertigte Bauteil diese Spoiler-Kinematik-Funktion erfüllen kann und die gesamte Hydraulik und die Medienströme in das 3D-gedruckte Bauteil integriert werden konnten. Dadurch wird es sehr, sehr leicht, sehr funktionsintegriert und wir haben hier sozusagen die Engineering-Schnittstellen wissenschaftlich untersucht. Das letzte Thema steht dort auf der anderen Seite, das ist unser Projekt ScaleBud. ScaleBud ist ein skalierbarer Batteriekasten in einer Stahl-Leichtbauweise, wirklich mit einem Verwertungsszenario für wirklich große Stückzahlen im internationalen Umfeld. Also nicht Elektrofahrzeuge mit Batteriekästen aufzubauen, die für den Markteinstieg jetzt mit relativ überschaubaren Stückzahlen realisiert werden, sondern was passiert, wenn wir 50.000, 500.000 Fahrzeuge produzieren müssen. Das ist so ein Blick nach vorne. Aber das sind konkrete Aufgabenstellungen, wie sie zum Beispiel Startups, insbesondere aus dem asiatischen Umfeld, an uns richten. Ja, Herr Hillebrecht, vielen Dank für diesen Einblick und alles Weitere. Wir laden natürlich jeden ein, hier vorbeizuschauen am Stand. Vielen Dank dafür. Danke, Herr B. So, wir gehen weiter zu unserem nächsten Exponat. Das Exponat ist von der Firma Atlas Copco. Wir haben hier eine schöne Karosserie, die nicht von Atlas Copco gebaut wird, aber mitgebracht wurde, nämlich von einem Jaguar I-Pace. Und der Herr Kiefer wird uns kurz etwas sagen, was er hier zu bieten hat seitens Atlas Copco. Das mache ich gerne. Wir haben die Karosserie vom Jaguar I-Pace mitgebracht, ein Elektrofahrzeug, das in Graz gebaut wird. Das steht exemplarisch für Multimaterialmix. Wir haben jetzt hier in dem Fahrzeug hochfeste Stähle, heiß umgeformt in der B-Säule. Wir haben normale Stähle, wir haben Aluminium-Guss
Wir haben Aluminiumprofile, Aluminiumbleche und auch 6000er Aluminiumlegierungen im Innenbereich. Die Herausforderung bei so einem Materialmix besteht dann in der Fügetechnologie. Hier kommt ausschließlich Hybridfügen zum Einsatz. Als grober Anhaltswert rein Strukturkleber über 180 Meter. Wir haben 72 Fließlochschrauber. Die sieht man von dieser Seite leider nicht. Da müssten wir auf der anderen Seite am Schweller schauen. Und wir haben über 2600 Stanznietverbindungen. Von ganz kleine, sieht man hier vorne, 3 mm, bis hin zu richtige Dreiblech 5 mm Verbindungen. Also für uns ein exemplarisches Beispiel, Materialmix, Hybrid-Fügetechnologie. Wunderbar, sicherlich sehr interessant, und Sie werden ja auch noch einen Vortrag halten über Fügetechnik, und dementsprechend hoffe ich auch für Sie, dass Sie hier von vielen Leuten angesprochen werden und sich viele dafür interessieren. Danke. Okay. Wir gehen weiter zu unserem nächsten Exponat. Das ist ein Exponat aus dem eigenen Hause DLR. Wir sind als Veranstalter hier mit unserem Urban Modular Vehicle, was vom Herrn Maiko Münster, Dr. Maiko Münster, maßgeblich als Projektleiter konzipiert wurde und entwickelt wurde. Maiko, was können wir hier sehen? Hallo zusammen, danke Elmar. Wir haben hier ein Exponat aus unserer Familie Next Generation Car mitgebracht. Auf der Basis des Konzepts Urban Modular Vehicle haben wir uns überlegt, was für unterschiedliche Use Cases in einer urbanen und suburbanen Umgebung stattfinden können. Wir wollen zum einen Personen transportieren, Güter transportieren, und haben dann gesagt, wir brauchen hierfür eine hochmodulare Plattform. Die Ausbaustufe, die wir jetzt hier haben, ist ein autonomer Mover, bei dem die Idee ist, das Ganze als On-Demand-System per App zu buchen, so wie Sie sich heute vielleicht ein Taxi buchen. Dann gibt es die Möglichkeit, hier an dem Display sich zu registrieren. Es ist immer oft die Fragestellung bei solchen Mover-Konzepten, eine Kontrolle zu machen, wer jetzt hier mit in diesem Fahrzeug drinnen sitzt. Und dann ist die Idee, dass ich nachher in dieses Fahrzeug einsteigen kann. Ich habe eine gewisse Sitzplatzreservierung, die ich angezeigt bekommen würde. Wir adressieren Fahrzeugsicherheit in dem Thema. Wir haben hier zumindest mal Gurtrückhaltesysteme, würden aber auch gerne wie bei dem Daimler-Konzept da drüben natürlich auch sagen, es braucht eine gewisse Anzahl an Airbag-Systemen noch, die ich in dem Fahrzeug nachher brauche, sowie in der Plattform, also in dem Body, der unten drunter verbaut ist, haben wir dann auch passive Systeme weiterhin. Also hier in dem Fahrzeug befindet sich ein klassischer Lenkträger. Fragestellung bei dem Fahrzeug kommt oftmals, wo ist die B-Säule? Die Porsche-Leute hatten es ja heute auch in ihrem Vortrag. Ohne B-Säule werde ich keinen Seitencrash hinbekommen. Deswegen haben wir hier im Grunde genommen die Sache, dass wir die B-Säule geteilt haben und wir links und rechts in den Türelementen dann die B-Säule integriert haben. Führt aber dazu, dass wir jetzt zum Beispiel bei dem Fahrzeug dann 6 Schlösser brauchen, anstatt 2 Schlösser bräuchten, wenn wir eine B-Säule haben. Gut, wunderbar, Herr Münster, vielen Dank für die kurze Einführung, und Sie stehen auch zur Verfügung, du stehst zur Verfügung, um hier eben auch Fragen weiter zu beantworten. Wir gehen im Rundgang weiter zur Firma Trumpf. Wenn die Kollege gerade hier etwas Platz mache, herzlichen Dank. Ich habe hier den Herrn Mülliger von der Firma Trumpf und möchte auch Sie bitte kurz zu erläutern, was wir hier bei Ihnen auf dem Stand heute sehen dürfen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Der Fokus von dem Stand als auch von meinem Vortrag ist die Produktion vom Batteriekasten, den wir hier in der Explosionszeichnung unten sehen. Also die Batteriekasten, aber auch die verstärkten Teile basierend auf Standard-Werkzeugmaschinen und intelligenten laserbasierten Werkzeugen. Dazu haben wir hier auch einen kleinen Demonstrator mit
gebracht, an dem man ganz gut sehen kann, wie man praktisch das äußere Gehäuse auf 2D-Schneidanlagen einfach schneiden kann, dann mit einem CNC-basierten Biegezelle entsprechend biegen kann. Und der große Vorteil hier ist wirklich, dass wir bei Stückzahlen bis zu 50.000 Bauteilen kostengünstiger unterwegs sind als mit dem Standard-Tiefziehprozess, relativ schnell Änderungen einbringen können und auch eine Produktion relativ schnell hochziehen können. Wunderbar, Herr Mülliger, vielen Dank. Und auch hier die Einladung, einfach auf den Herrn Mülliger oder Kollege zuzugehen, wenn Sie sich für dieses Thema noch näher informieren möchten. Wir kommen zu unserem nächsten Aussteller, der Firma Polytech. Herr Kaufmann wird uns kurz erläutern, was er denn so für Sie mitgebracht hat. Ja, vielen Dank, Herr Dr. B. Die Firma Polytech ist Hersteller und Distributor von optischer Messtechnik. Hier habe ich jetzt das Odyssey-System mitgebracht. Mit diesem System ist es möglich, entlang von Glasfasern mit Millimeter-Ortsauflösung Dehnungen zu messen oder Temperaturen. Unser schöner DeLorean ist dafür mit Glasfasern ausgestattet. Wenn man jetzt hier sich mal das Signal anschaut auf dem Bildschirm und ich ein bisschen auf die Windschutzscheibe drücke, dann sieht man, wie hier Dehnungen und Stauchungen erkannt werden. Wir haben darüber hinaus auch noch Messtechnik, die kontaktlos Dehnungen messen kann, also auch dreidimensional. Also wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne am Stand vorbei. Ich werde Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten. Ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind und wünsche auch Ihnen viel Erfolg und gute Kontakte, Herr Dr. Kaufmann. Wir gehen weiter zu unserem Gast, Dr. Lie Chen, der in diesem Jahr nicht aus Wuhan kommt, sondern er kommt aus Aalen, vielleicht hier als Hinweis. Also, Herr Dr. Chen, was haben Sie denn mitgebracht für uns? Vielen Dank. Ich stelle mir vor die Commercial Service Plattform in Zusammenarbeit mit Versicherung, Gesellschaft und Kapitalgesellschaft, Banken und OEM und Lieferanten. Wir haben in den vergangenen Jahren eine sogenannte Commercial Service Plattform for Global Automotive Production and Sale aufgebaut. Und die Vertretung von dieser Plattform in China ist das Kleinauto, Eigentümer von Lotus Elan. Die Vertretung von dieser Plattform in Deutschland ist die Firma AVE GmbH. Wir suchen im Auftrag von dieser Kaufallianz von insgesamt 8 chinesischen OEM, die Lieferanten in Europa. Das erste Projekt ist die Lieferung der Antriebstrang, der Powertrain, nach chinesischen neuen Emissionsnormen, CB. Der Bedarf ist pro Jahr 100.000 Stück Einheiten. Und in diesem Jahr, im November, wir veranstalten diese globale Lightweight Summit und gleichzeitig parallel veranstalten wir auch diese Forum von dieser Plattform. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Wenn Sie Fragen hätten, ich gerne zur Verfügung. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Chen. Spannendes Thema, was sicherlich auch dem ein oder anderen nochmal erklärt werden muss, weil es ist sicherlich etwas, was nicht auf den ersten Blick so hundertprozentig klar ist, diese Plattform, wie das funktioniert, aber sehr spannendes Thema, was eben auch Zulieferern Möglichkeiten gibt, in Kontakt mit chinesischen Kunden zu kommen. Vielen Dank. Ja. So, wir sind an der nächsten Station bei der Firma Key2Metals, dem Herrn Trost. Und Herr Trost, Sie dürfen auch kurz erläutern, was Sie hier mitgebracht haben. Vielen Dank, Herr Dr. B., für die Vorstellung. Ja, wie angesprochen, die Firma, in dem Fall Key2Metals AG, stellt heute die Datenbank Total Material dar.
In dem Fall handelt es sich um eine Werkstoffdatenbank mit im Moment über 500.000 eingepflegten Materialien. Es geht ganz, sage ich mal, relativ primitiv los mit der chemischen Zusammensetzung, geht dann aber auch weiter in physikalische, mechanische Eigenschaften. Gerade Dinge bei den Stahlwerkstoffen und Metallen, die aus dem Standard stammen, geht dann aber noch einen Schritt weiter, gerade für die TAE und die Simulation. Spannungsdehnungsdiagramme, zyklische Eigenschaften. Das Ganze immer mit der Möglichkeit des direkten Exports in CAE-Formate. Zusätzliche Produkte von Kito Metals, was dann die Datenbank ersetzt, sind eben Datenmanagement-Produkte, sodass man das Ganze auch in seine Datenbank intern einbinden kann und dann eben versucht, ohne viel Schnittstellen das Ganze mit Materialdaten in die Fertigung, Produktion, Bestellung, Einkauf einfließen zu lassen. Das Ganze kann ich am Stand immer gern live vorführen. Wenn konkrete Fragen sind zu Werkstoffdaten, Eigenschaften, die gesucht werden, bitte gerne vorbeikommen. Immer ein Blick in die Datenbank ist jederzeit möglich und dann eben auch zu konkreten Beispielen, wenn irgendwo bereits Fragen aufgetaucht sind. Vielen Dank. Wunderbar, sicherlich auch sehr spannend für viele Teilnehmer hier. Wir heißen ja Werkstoff plus Auto und von dem her sind natürlich Werkstoffdaten immer eine sehr wichtige Fragestellung. Wie kommt man daran? Und freue mich auch, wenn Sie da gute Kontakte, neue Kontakte gewinnen können. Gut, wir gehen zur Firma Havel Metallschaum, Metallfoam. Der Herr Schuller wird uns kurz erläutern, was er für Sie hier mitgebracht hat. Ja, vielen Dank für die Einführung. Wir sind froh und auch sehr stolz, das erste Mal dieses Jahr dabei zu sein und unser innovatives Produkt und auch die Firma vorzustellen. Wir sind erst seit gut 2 Jahren serienmäßig unterwegs und haben das Material Aluminiumschaum serienreif hergestellt. Wir haben heute in sehr vielen Vorträgen gehört, was Elektromobilität, Crash-Anforderungen, Batterieboxen, immer noch neue Herausforderungen für die Zukunft werden. Und da hoffen wir, mit unserem neuen innovativen Material zu unterstützen und die Probleme der Hersteller damit besser lösen zu können. Vom Prinzip her stellen wir Aluminiumschaum her, mit einem Metall mit einer Dichte von 0,5 bis 0,6. Das Schöne ist, wenn Sie es ins Wasser reintun, haben Sie ein Material, was schwimmt. Sehr gut geeignet durch die großen Crashfähigkeiten oder die Crashaufnahme des Materials vorne im Crashbereich einzusetzen. Aber auch für Batterieboxen können wir alle Anforderungen, die gestellt werden vom Markt, in einem durchführen. Wir können die Kühlsysteme integrieren in dem Schaum. Wir haben ein leichtes Material, wir arbeiten ohne Klebstoffe. Das bedeutet, dass wir 100% recyclingfähig sind, elektromagnetische Abschirmung haben und uns freuen würden, wenn wir Anwendungen oder Beispiele finden würden, um das serienmäßig auch später einsetzen zu dürfen. Vielen Dank. Herr Schuller, auch Ihnen vielen Dank und auch viel Erfolg. Spannendes Material und ich wünsche Ihnen gute Kontakte hier. Dankeschön. So, wir dürfen traditionell bei uns auf der Werkstatt Plus Auto die International Magnesium Association begrüßen. Der Herr Tauber wird kurz vorstellen, was er hier mitgebracht hat. Dankeschön. Ich möchte mir die IMA kurz vorstellen. Also IMA steht für International Magnesium Association, ist eine globale Organisation für Magnesium, für den Werkstoff Magnesium, beinhaltet die ganze Wertschöpfungskette, also von Primärproduzenten bis Automobilbetriebe und Recyclingbetriebe. Wir sind heuer im 77. Jahr, also eine sehr etablierte Organisation. Wir veranstalten jedes Jahr eine Weltkonferenz, die dieses Jahr in Japan stattfinden wird, vom 13. bis 15. Mai, wobei ich Sie auch herzlich einladen möchte. Und wir versuchen auch mit dieser Veranstaltung hier die Fahnen für Magnesium hochzuhalten, auch schon seit 4 oder 5 Jahren. Auch mit DLR als Mitglied bei uns ist das sowieso selbstverständlich. Wir haben hier heute mitgebracht einen 3D-Demonstrator, Automotive-Demonstrator, der auch öffentlich zugänglich auf der IMA-Webseite ist, der also auch mit freundlicher Unterstützung von der Volkswagen-Gruppe gestaltet wurde. Wir zeigen hier 23 Bauteile Magnesium, die in Serie sind.
und ich lade Sie auch ein in den Pausen. Sie können da selbstständig auch herumspielen, um Bauteile kennenzulernen. Wir haben auch physische Bauteile hier, also die IMA veranstaltet wir der Jahreskonferenz auch immer Awards in verschiedenen Kategorien. Wir haben jetzt einen da für einen europäischen, deutschen Produzenten der Firma Karstwerk. Das ist ein sehr schöner Teil für eine Heckklappe, einen Heckklappenantrieb, der einen Preis gewonnen hat, aber auch auf der Euroguss im Jänner des heurigen Jahres haben wir unter unseren Mitgliedern zwei Gewinner gehabt. Einerseits die Firma Stiel mit einem Magnesiumkolben, der als erster so ein Bauteil in einer Hochleistungskettensäge eingesetzt hat. Und als weiterer Teil, auch ein sehr schöner Teil, eines Jaguar Land Rover von dem neuen Defender. Das ist ein, wir nennen das kosmetischer Part, also ein Part, der auch so im Cockpit-Innenraum platziert ist. Und das ist ein Druckguss-Part. Also ich darf Sie herzlich einladen auf unseren Stand und wünsche noch eine erfolgreiche Veranstaltung. Herr Tauber, herzlichen Dank für die Vorstellung und auch Ihnen viel Erfolg. Wir kommen zum nächsten Stand, nochmal in eigener Sache. Wir hatten ja schon ein DLR-Exponat, aber Sie können sich hier an unserem DLR-Stand noch auch mal über das Thema dieses, was Herr Friedrich schon in seinem Vortrag erwähnt hatte, das Fahrzeugkonzept U-Shift informieren. Sie können sich aber auch über nachhaltige Bauweise mit Holz in Fahrzeugstruktur informieren. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir auch vorne links neben der Bühne ein Exponat haben, nochmal ein weiteres Fahrzeug, was auch vom DLR ausgestellt wurde und wo auch Kollege bereitstehe, um Ihnen Informationen zu geben. Wir gehen jetzt weiter zur Karosserie des Porsche Taycan. So. Diese Karosserie wurde ja vom Herrn Christlein schon ausführlich vorgestellt. Herr Christlein, was haben Sie uns denn da jetzt mitgebracht? Also wir sehen hier die Karosserie des Porsche Taycan in einem Multimaterialmix. Wir haben die Farbgebung, die violett-pinkfarbenen Teile sind die Stahlumfänge, pink-warm umgeformt, grau-kalt umgeformt. Das heißt, Sie sehen in der Zelle ein relativ hoher Stahlanteil. Grün, das Froschgrün, das ist die schöne Farbe, ist der Aluminiumblechumfang. Und unten drunter sieht man jetzt nicht so gut, haben wir auch noch Strangpressprofile in Blau und dann die schöne rosa Farbe sind unsere Gussteile. Also Multimaterialmix in der Karosserie. Hier noch ein Feature, was ich nochmal an der Karosse zeigen möchte, die berühmte Fußgarage. Also wo wir auch im Boden und dementsprechend auch in der Batterie, die man hier so unten drunter ahnen kann, einfach einen Raum für die Füße des hinteren Insassen anbieten, damit der da vernünftig sitzen kann, aber wir trotzdem ein in Summe sehr flaches Fahrzeug darstellen mit den 1378 mm Fahrzeughöhe. Also das sind die Kernfeatures des Fahrzeugs. Ansonsten von der Integration des elektrischen Antriebsstrangs, wie vorhin gesagt, Batterie von unten als Unterbodenbatterie, Antriebskomponenten im Vorder- wie im Hinterwagen. Das war die Aufgabe hier bei dem Fahrzeug, diese maximal platzeffizient zu integrieren im Fahrzeug. Herzlichen Dank nochmal für die Erläuterung. Ein tolles Fahrzeug, tolles Exponat. Freut uns sehr, dass wir das hier zeigen können. Und ich denke, da werde doch die ein oder andere auch nochmal genauer hinschauen. Von dem her, tolle Arbeit und vielen Dank dafür. Ja. Wir gehen zu unserem letzten Exponat von der Firma Daimler, die uns auch jedes Jahr hier sehr tatkräftig unterstützt. Herr Struck wird das Exponat erläutern. Herr Struck, bitte. Ja, vielen Dank. Wir stehen hier vor dem Experimentalsicherheitsfahrzeug, dem neuen ESF 2019 von Mercedes-Benz. Dieses Fahrzeug steht in einer Tradition von mehr als 30 Fahrzeugen, die wir seit den 70er Jahren gebaut haben, um die Zukunftstrends der Fahrzeugsicherheit zu setzen.
Thema dieses Modells, des ESF 2019, ist ein Sicherheitskonzept für ein Fahrzeug, das sowohl manuell als auch vollautomatisiert im Level 4 fahren kann. Und das hat Implikationen, zum Beispiel darin, wie wir es hier sehen, mit diesen Lichtzeichenelementen hier. Türkise Farbe signalisiert nach außen hin, dass das Fahrzeug im automatisierten Modus ist. Wir nennen das kooperative Fahrzeugumfeldkommunikation. Sie werden weitere Features hier sehen, welchen Einfluss zum Beispiel hat das automatisierte Fahren auf Fahrzeugsicherheitsfeatures wie Airbags und so weiter. Wir haben auch ein Thema Kindersicherheit hier entsprechend dargestellt und viele weitere Sachen, die den Komfort noch verbessern. Ich freue mich, werde heute und morgen da sein. Kommen Sie vorbei. Wunderbar. Und ich habe auch schon gesehen, Herr Struck, dass Sie doch schon auch bei Bedarf noch Details zeigen können und manche dieser tolle Funktionen auch für die Interessierte dann aktivieren können. Also schauen Sie sich das an, sehr spannend. Vielen Dank auch dafür, dass wir das hier sehen dürfen. Ja, damit schließen wir den Ausstellerrundgang, laden natürlich Sie alle dazu ein, bei unserer Aussteller vorbeizuschauen, sich zu erkundigen, sich noch mehr Informationen zu holen. Und wir kommen jetzt zu unserem nächsten Programmteil, nämlich zu einer weiteren Keynote-Session, die sich intensiv mit dem Thema der CO2-Neutralität beschäftigt. Und hierzu darf ich Sie einladen, wieder auf Ihre Plätze zu gehen. Und wir werden in wenigen Minuten das Programm weiterführen und mein Kollege Herr Professor Jarek Siefkes wird dann die Moderation dieser Session übernehmen. Vielen Dank. Tschüss.